Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wäre nett gewesen. Hm, vielleicht nächstes Mal. Ciao. Oh, mein lieber Schwan. Dämliche Kuh! Hey, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Wie du mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Sieh dir meinen Schlitten an! Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also halt's Maul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin! Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann blechst du für den Schaden. Noch ein Wort. Und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort. Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Oh mein Gott. Willst du mit zu mir kommen und meine Briefmarkensammlung ansehen? Danke. Vielleicht später mal. Jetzt muss ich los. Es wird dir gefallen. Versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Hey, Leute. Hey! Vito, das ist Luca Guarino. Er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde.
Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, Jungs. Da steckst du. Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich hab alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, ich... Lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Tja, bis dann, Kumpel. Be a hallelujah day when the boys have all come home to stay and a million bands begin to play. We'll be dancing the victory polka, and when we've lit the torch of liberty, it is black of land across the sea. When a man can proudly say, I'm free. We'll be dancing the victory polka. And we will give a mighty cheer when the ration book is just a souvenir. And we'll heave a mighty sigh when each cow can kiss the voice with his goodbye. And they'll come marching down Fifth Avenue, the United Nations in review. Lovely dream has all come true. We'll be dancing the victory polka. Dance, dance, dance the victory polka. Shine, shine the merry throng. Sing, sing, sing the victory polka. Raise your voices loud and strong. It's gonna be a great hallelujah day. Boys have all come on to stay, and a million bands begin to play. We'll be dancing the victory polka, and when we flip the
band can proudly say I'm free. We'll be dancing the victory polka, and we will give up. Wer ist da? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Alles klar, komm rein. Hallo. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Krauts lassen. Prachtstück. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile. Und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Aber wenn's kein verfluchter Panzer ist, dann sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du, hä? Lass mich ran. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und, Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Wow, was ein Verdienstkreuz? Mann, wie kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts? Ich war in der Normandie, Utah Beach. Brauch nicht gerade einen Spaziergang. Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir einem scheiß Ast das Auge ausgestochen. Egal. Für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greif zu. Alles schon bezahlt. Man sieht sich, Vito.
for more Radio with Soul. Delta Radio, Empire Bank. Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie haben Knarren! Die Party kann beginnen. Sie haben Knarren, da oben im Fenster! Das ist der Vito. Nicht das fette Schwein. Gib mir weg! Oh, alles im Lot? Ach, so eine verdammte Scheiße! Gut, Vito, los jetzt! Du bist mausetot! Los, Vito, los geht's! Das ist alles? Dann blüht dir was! Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Gleich haben wir dich, Fettwanst. Gib mir Deckung, Vito. Hast du das beim Militär gelernt? Du bist mausetot. Das ist alles? Dann blüht dir was. Schießt wie meine Schwester. Das ist der Vito. Leg das fette Schwein.
Typen! Wir haben sie alle erwischt! Können wir die alle auf? Ich werfe uns doch auf! Gib mir Deckung da! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Okay, Showtime wieder. Das ist alles? Dann blüht dir was. Los, Vito. Hast du Schiss, Arschloch? Los, wirklich, Mister. Volltreffer. Schnell, Vito. Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Gleich haben wir dich, Fettdampf. Gib mir Deckung. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Das ist alles? Dann blüht dir was. Ich bin der Beste! Lass mich raus! Hey! Helft mir! Lass mich raus! Oh, Scheiße! Pass auf! Hätte gedacht, was war das? Gib mir Deckung! Mann, du schießt ja beschissen! Greif ihn von hinten an! Verdammt, der ganze Laden brennt! Was für eine Schnapsverschwendung! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Wir müssen weiter. Gib mir Deckung. Oh nein! Nein! Los, Vito, los geht's. Nein! Du bist platt, Verbrecher. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Er gehört mir. Gib mir Deckung. Schnell, kleiner Wichser. Versuch's nur, du Wichser! Ich pump dich mit dem Reifen! Halt! Bleiben Sie, wo Sie sind! Gib mir Deckung, Vito! Okay, Showtime, Vito! Sauberer Schuss. Okay, drück den Knopf wieder. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Sollte ich auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Scheiße, oh, die haben MP. Showtime, Vito. Bring den Boss nach oben. Die übernehmen wir. Scheiße, das ist eine ganze Armee. Du hast dich erwischt. Und da verliert. Acht, endlich mal. Wir können hier nicht eben rumsitzen. Das zum Teufel, was bist du von mir? Die Ballen aus wollen ruhen auf mich. Vito, mach was. Du bist wieder Fachmann. Los, du Arsch. Zeig, was du kannst. Los jetzt! Zack, zack! Gut, Victor, los jetzt! Ey, du Arschloch! Hier! Los! Mischen wir die Wichser auf! Los, das Schwein ist da oben!
Lasst mich am Leben! Bitte! Ich habe eine Frau! Bitte! Du hast früher an deine Frau gemessen. Ich mache alles, was ihr wollt, aber bringt mich nicht um! Oh Gott, oh Gott! Einen schönen Gruß von Don Clemente. Oh! Verdammt! Verdammt, Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch! Wichser! Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche, er wohnt in Heilbrook. Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Na was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Reg dich ab. Ich bin derjenige, nein, der hier bitte verblutet. Bitte! Ich will nicht sterben! Was liegt da? Oder bist du hier auf das Rezept gewartet? Der Schuppen bricht zusammen! Was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Nein, bitte! Ich will nicht sterben! Ich bin derjenige. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Ah, verdammter Rauch. Scheiße! Vito, bring uns hier raus! Wenn ich draufgehe. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, da sparst du deine Kräfte. Hab ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Verfolgt!
bewaffneten Täter. Werde sofort schießen. Alles klar. Schneller! Wir müssen die Bullen abschütteln! Ich fahr so schnell ich kann, verdammt! Das ist aber nicht schnell genug! Mach dich locker, Mann! Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt! Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Ich bin einfach Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Chemie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Hey Vito, gib Gas! Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beinstuhl. Etwas schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja. Halt durch, komm. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Nuflaki riechen. Schon, Vito, bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Oh Gott, Sie haben was Henry. Gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut.